Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, heute möchte ich mit euch über Vorhänge reden. Also, ihr wisst ja, dass ich mir so Prinzessinnenvorhänge gewünscht habe. Ich habe euch ja oft genug, also zu Anfang des Projekts, das Bild gezeigt. Und ja, ich war total begeistert von diesem Gedanken. Und dann vor ungefähr ein, zwei Wochen habe ich mir dann bei Amazon diese Vorhänge gesehen und habe gesehen, die kosten da 35, also 33 oder 35 um den Dreh rum. Und dann gab es noch einen Coupon mit Prozenten. Und da habe ich mir so gedacht, Bingo Ingo, die hole ich mir. Und dann am selben Tag habe ich bei Bauhaus einfach mal geguckt, ob die Vorhangstangen haben. Und dann habe ich halt so mir mal die Vorhangstangen angeschaut, habe dann halt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh, ich doofe Nuss. Ich habe nicht nur nach Vorhangstangen geguckt, ich habe auch noch nach, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe was vergessen. Oh, 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 oh. Mein Stift funktioniert nur, wenn man ihn ansabbert. Oh, das muss ich mit meiner Mom nachher besprechen. Gut, dass ich mit euch gesprochen habe. Und dann habe ich auch noch parallel nach diesen Abschlussdingern von den Wänden geguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Wenn man unten diese Sockelleisten, so heißen sie, habe ich noch geguckt bei Bauhaus und habe dann da mich umgeguckt und habe dann tatsächlich bei Bauhaus eine wunderschöne Massivholz, echtes Holz, also auch eine Stange, einen Aufhänger, einen Abschluss und das gefunden. Und dann habe ich zu meiner Mom gesagt, kostet ungefähr 70 Euro, aufgerundet. Ich kenne 60, 70 Euro, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Also es sind so wahrscheinlich 65 gewesen oder so um den Dreh. Dann habe ich zu meiner Mom gesagt, und nu? Und dann hat sie gesagt, jetzt bestell sofort. Dann habe ich die bestellt und dann sind die auch angekommen, also sie ist ja auch angekommen und die steht jetzt auch schon eine Weile da, weil wir noch nicht wissen, wer die an, bei uns an die Wand macht. Wobei ich gerade sehe, dass das Fenster plus zwei Aufhänger hat. Oh. Muss ich nachher auch nochmal mit Mom drüber reden, warum wir eigentlich drei brauchen, wenn es zwei doch auch tun. Aber der Kerl vom, also der Raumausstatter hat damals gesagt, wir brauchen drei. Also bin ich jetzt davon ausgegangen, dass man drei braucht. Aber wenn ich das so angucke, reichen da zwei anscheinend auch aus. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gewartet und dann kam die Stange, also die Vorhangstange, die kam am selben Tag wie der Vorhang an und ich war total begeistert. Ich habe noch einen kleinen Teppich dazu bestellt, also so ein Vorlegeteppich, den ich einfach noch gerne hinlegen wollte, damit ich sowas ganz mega Flauschiges habe. Und ja, und dann kamen die drei Sachen an und von dem Teppich bin ich total, den finde ich schön, der ist super. Meine Vorhangstange ist schön, die ist super. Die Vorhänge sind bescheiden, wenn ich es nett sagen darf. Also laut Abbildung sollten sie Regenbogenfarben sein, also mindestens vier Farben. Real angekommen sind, dass es am Ende ein zweifarbiger Vorhang war. Das Material war billig gemacht. Die Ösen, wird sogar in der Beschreibung gesagt, seien Metall, waren aber aus Plastik. Und schließlich und endlich wurde noch gesagt, dass es so wellig ist an der Seite. Und das war alles ein kleiner Radatsch. Und da habe ich zu meiner Mama gesagt, die behalte ich nicht. Und dann habe ich die zurückgeschickt, weil das sehe ich nicht ein. Das war mir, das ist dafür, dass die so aussehen, sind die mir zu teuer. Und von dem Geld, von den zurückgeschickten Vorhängen, habe ich mir jetzt die zwei Teppiche gekauft. Witzig, aber wahr. Teile davon sind wieder weiter recycelt worden. Tja. So gesehen ist es weiter im Zimmerprojekt, das Geld. Ja. Dann mein zweiter großer Fehlkauf war ein Teppich. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe dann Teppiche gesucht, dann habe ich einen bestellt. Der war 2 Meter mal 3 Meter. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber schließlich und endlich, das Zimmer ist, also das wäre viel zu, der Teppich ist viel zu klein. Das Zimmer ist 3,70 Meter. Und da passt kein, also der 3 Meter Teppich, da hätte ich 70 cm Unterschied gehabt.
Und das nächste ist, der Teppich hat so eine Schaumstoffschicht. Und ich weiß nicht, was da drin ist, ob der nicht dann dampft und ich dann am Ende die Giftstoffe ohne Ende in meinem Zimmer habe, weil der kommt direkt aus China. Und da traue ich der ganzen Sache mit den Dingern noch nicht. Und dann habe ich auf jeden Fall zu meiner Mama gesagt, ich würde den Teppich, glaube ich, lieber retournieren. Aber ein bisschen zu spät dran. Also, weil Amazon die nicht so, da gab es diese Möglichkeit irgendwie nicht so direkt. Also, ich konnte es nicht stornieren und nichts. Und dann haben wir dann angerufen und jetzt müssen wir den Teppich ab. Also, müssen wir bei der Lieferung das Teppich sagen, wir wollen den nicht haben. Oder wir müssen ihn direkt ein Rücksendeetikett dann verlangen und ja. Auf jeden Fall, den Teppich, das ist so mein Fehlkauf Nummer 2. Also der erste war der Vorhang, das war der Fehlkauf Nummer 2. Und ja, was war noch? Ich habe ein Kabel, also ich habe, also mein Fernseher brauchte ein bestimmtes Kabel, ein 100 Hertz-Kabel, wo ich nicht wusste, was es heißt. Und dann habe ich bei Amazon irgendein Kabel gekauft, nach dem Motto, für den Fall der Fälle, dass wir einfach eins da haben. Und ja, das war dann mein dritter Fehlkauf. Drei Fehlkäufe, dreimal Geld ausgegeben für nichts und wieder nichts. Aber naja, weil das Kabel behalte ich jetzt mal, weil meine Mom oder mein Dad können es vielleicht irgendwann mal brauchen und dann hat man, oder meine Oma oder irgendwer, dann hat man auf jeden Fall ein Ersatzkabel mal im Haus. Ist nämlich, ist lang genug, ist es 10 Meter, also kann jeder nutzen, wenn er das möchte. Den Vorhang habe ich, wie gesagt, zurückgegeben und auch schon anderweitig wieder zum Glück dann eingesetzt. Und den Teppich, da habe ich jetzt noch ein riesengroßes Act vor mir. Naja, und mal sehen, ob oder ob nicht. Könnte sein, dass noch diese zusätzliche Vorhang-Anbringungsdings auch ein leichter Fehlkauf war. Aber im Zweifel ist es gut, wenn man dann Ersatz dann im Haus hat. Weil wenn dann irgendwann mal was ist, dann kann man den dann doch auch wieder brauchen. Also auch alles gut. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon Fehlkäufe getätigt habt. Also ich bin froh, dass es bei mir bisher bei diesem Riesenprojekt erst also drei Stück waren und nicht mehr. Und ja, ich würde euch dann auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit wünschen und wir sehen uns dann wieder bei meinem nächsten Video. Ihr könnt mir gerne schreiben hier oder ihr könnt mir schreiben eine E-Mail an die bell.outlook.com oder ihr schreibt mir einfach auf Twitter oder Facebook und wir sehen uns dann wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!